Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man ein E-Rezept mit der Software e.health erstellt. Und zwar, was man macht ist, man drückt hier auf Neues E-Rezept erstellen. Was dann passiert ist, dass automatisch die Kartendaten und die EHBA-Daten geladen werden. Und dann wird hier in dem Menü ein neues Rezept erzeugt. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet für ein Rezept. Und zwar hier unten muss ich nur noch das Medikament eingeben. Beim Medikament kann ich hier oben den Handelsnamen eingeben, zum Beispiel Ibuprofen 600. Den kann ich dann hier in der automatisierten Liste auswählen. Ich müsste die Menge eingeben. Ich gebe die Einheit ein. Im konkreten Fall ist es ein Paket mit der normalen Größe N1. Und was ich jetzt mache, ist, ich drücke auf Rezept jetzt signieren. Und das Rezept wird jetzt im Hintergrund an den Connector gesandt, wird geprüft. Ich werde jetzt nach der Signatur gefragt, also mein Kartenterminal fragt mich jetzt nach der PIN. Die PIN gebe ich ein. Dann wird das E-Rezept erzeugt. Und hier ist es. Und was ich jetzt im nächsten Schritt machen kann, ich kann es dem Patienten ausdrucken oder ich kann den Patienten darum bitten, direkt den QR-Code abzufotografieren. Was man hier auch sieht, ist, dass der gesamte Prozess in wenigen Sekunden durchläuft. Und wir haben auch in der Software nochmal die Möglichkeit, eine Massensignatur zu machen. Wenn ich hier jetzt ganz runter scrollen würde, wäre da auch ein Button, wo ich alles im Batch signieren kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.